Info, dieses Video hat leider eine schlechtere Qualität als in meinen anderen Videos gewohnt. Dies liegt daran, dass es mit einer anderen Kamera aufgenommen wurde. Diese Kamera habe ich bereits zurückgegeben. Ich habe mich nun entschieden, das Video doch zu veröffentlichen, da ein paar schöne Artikel gezündet wurden. Dafür habe ich alles etwas großzügiger geschnitten. Aber jetzt viel Spaß mit dem Video. Yo Leute und willkommen zu diesem neuen Video. Meinem ersten Video mit meiner neuen Kamera. Heute machen wir ein schönes Geballer hier aus dem Röderbeutel mit ganz viel F1, T1 und P1 Feuerwerk. Ich würde sagen, ich leere den ganzen Scheiß hier einfach mal aus. So, ich glaube, das dürfte alles gewesen sein. Und wie ihr seht, wir haben verschiedene Sachen dabei, von der Standardware dicke Brummer bis hin zu solchen Spezialitäten wie die Zeus oder auch ein Ultralux haben wir zum Beispiel dabei. Der liegt schon ewig bei mir rum, musste ich jetzt auch mal loswerden. Und ja, hier schon weggerollt, auch so ein Bengallicht. Also wirklich die verschiedensten Sachen haben wir hier am Start. Whistling Pyro ist auch wieder dabei. Servus. Wird heute zünden. Und solange es jetzt noch einigermaßen hell ist, würde ich sagen, fangen wir doch direkt mal hier mit was Schönem an, und zwar den Funke Kinaböller A in der Kategorie P1. Und ja, ich würde sagen, machen wir einfach mal 3-4 Stück. Alter, diese Schnipsel schon wieder und dieser Druck auch dahinter. Oh, Alter, richtig heller Knall irgendwie heute. Ich hatte die viel dumpfer in Erinnerung. Sehr gut. Ja, die haben ordentlich gescheppert schon mal. Weiter geht's hier jetzt mit den Ninja Stars von Teddy. Solche Kreise habe ich damals bei meiner Klasse 1 Einkaufstour gekauft, die ja auch ein absoluter Fail war von der Ausbeute her. Aber ja, machen wir die einfach alle mal. Oh shit! Junge! Alter. Durchgezündet auf jeden Fall. Alter! Okay. Nochmal ein. Also probieren wir nochmal einen einzeln. Junge, sowas wird als Kinderfeuerwerk verkauft. Ist das so. Ist ja gemeingefährlich. Mann, Mann. Ah ja. Ja, jetzt kommt wahrscheinlich gleich der Typ wieder. Wir hatten hier nämlich gerade schon eine kleine Beschwerde wegen den Funkeböllern. Ja, da braucht man natürlich gar nicht versuchen, den Leuten zu erklären, dass das legal ist das ganze Jahr. Das ist relativ hoffnungslos. Aber naja. So, jetzt die letzten zwei hier. Hoffentlich ohne Explosion. Sind ja zu kleine Kreise mit einer kleinen Bengalpfanne. Nichts Besonderes. Würde ich jetzt nicht auf die Idee kommen, mir die nochmal zu kaufen, muss ich ehrlich sagen. Okay. So. Dann, 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 dann. Komm, machen wir die Vulkane hier vom Keller, weil die immer echt frustrierend sind. Genau wie Flitze Feuerstein. Oh, okay, es ist noch ein Vulkan vom Keller. Ja, gut. Dann machen wir den eben. So. Oh, perfekt. Das war's auch schon. Ja, wenn man nicht viel erwartet, dann ist es doch ganz nett. So.
was gibt es jetzt noch Schönes? Machen wir mal die Horror House, würde ich sagen. Blinker, ebenfalls von Keller Komet. Ja, ich hoffe mal, meine Kamera geht nicht gleich kaputt wegen dem Geblinke, aber wenn sie das nicht aushält, dann weiß ich auch nicht. Deine wollte nicht. Der andere auch nicht. Ah, ich glaube, die gingen schon alle. Das sind halt nur so kurz irgendwie. Ja. Ja. Der will jetzt gar nicht aufhören, ja. Naja, kleine Blinker. Wie man es kennt, ganz lustig. So, dann würde ich fast sagen, machen wir die Luftpfeife. Ja, machen wir die Luftpfeife. Okay, mach mal. Machen wir erstmal welche einzeln. Ich glaube, die Massenvernichtung will ich meinen Ohren nicht antun. Ordnungsgemäß in die Erde gesteckt. Zünden wir die Dinger mal. Oh, es pfeift. Ehrlich gesagt, ich mag die Dinger gar nicht mehr. Diese Klasse 1 Luftpfeife, seitdem es die von Funke gibt, ist ja, das ein Witz. Stimmt. So, und die letzten zwei. Gleichzeitig. Ja. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt doch mal hier dieses Bengal-Licht rot von Blackbox. Eigentlich ist das ja für Figurenlichter. Du weißt was, das hebe ich einfach mal selber in der Hand. Jo. Hauptsache du zündest es auf der richtigen Seite. Ich wollte gerade sagen, ich muss einmal kurz da, schauen. Würde ich behaupten. Perfekt. Ja, okay. Ich kann auch hier stehen bleiben. Uiuiui. Mein Fokus kackt komplett rein. Ich geh mal weiter weg, vielleicht packt es meine Cam jetzt besser, ja. Ja, ist ein rotes Licht, ne? Aber ist ein schönes Rot, muss man sagen. Auf der Kamera sieht es gar nicht so heftig aus. Aber es ist sehr rot und nicht nur so hell. Ja, ganz nett, ganz nett. Langsam wird es langweilig, ne? Komm, dann schauen wir mal. Ich glaube, jetzt ist es sowieso... Ja. Ah ja. Perfekt. Okay. So, dann würde ich sagen, machen wir jetzt mal die Mystery Balls von Keller Komet auch. Beide gleich, oder? Ja, machen wir erstmal ein, zwei einzeln und dann können wir die restlichen auf einmal machen. Ja, okay. So. Ja. Geht eigentlich, oder? Ja, recht unspektakulär. Ich würde sagen, wir machen die restlichen, komm. Okay, ja, die restlichen dann machen wir es so. So, die restlichen auf Schlag, hoffentlich. Hm? Bis auf eine. Ja, drei Stück habe ich gezählt, ja. Ist da noch was? Nee, hat... Nö. Hat sich erledigt. So, weiter geht's. Das sind Crackling-Bälle, da müssen wir jetzt ja nicht hinterher heulen. So. Dann machen wir jetzt eigentlich am besten mal die dicken Brummer, würde ich sagen. Da fackeln wir gar nicht drum rum und machen direkt einen Kreis und alle auf Schlag. Jo. So, jetzt der schöne... dicke Brummerkreis hier und dafür kann ich direkt mal meinen schönen neuen Brenner verwenden. Ei. Das war nice. Also in der Menge sind die auf jeden Fall lustig, da kann man nichts sagen. So, mittlerweile ist es hier schon sehr übersichtlich geworden. Dann machen wir, damit es noch abwechslungsgleich. Damit es noch abwechselnd. Perfekt.
Mittlerweile ist das Ganze schon sehr übersichtlich geworden, damit es jetzt noch abwechslungsreich breiten. Fuck! Mittlerweile ist das Ganze jetzt schon sehr übersichtlich geworden, damit es noch abwechslungsreich. Verfickt, das bleibt abwechslungsreich, okay? Oh, ich nehme diese Szene jetzt zum dritten Mal auf und wir zünden jetzt hier das Bengal Royal Silber von Blackbox. Ja, du darfst es einfach mal zu Anfangs in der Hand halten, da das ja schief gegangen ist mit dem Figurenlicht schon. Perfekt. Also. Das ist ja irgendwie, das Silberne, meine ich mich zu erinnern, ist gar kein Bengalo, sondern mehr so eine komische große Zimmerfontäne. Da kommt so ein Single Shot raus. Ja, genau das meinte ich. Ich gehe mal wieder weiter weg. Aber ganz und mein Fokus kackt da auch schon wieder richtig rein. Ich glaube, das ist einfach zu hell. So. Man sieht einfach gar nichts. Es ist einfach nur hell und überbelichtet. Eieieiei. Wir haben jetzt noch drei Artikel und wir machen auf jeden Fall ganz klar weiter mit den XXL Magic Spin. Mit den XXL Magic Spinball. Der letzte F1 Artikel. Und dann folgt noch P1 und T1 einmal. Aber jetzt müssen wir erstmal warten, bis der Wichs hier ausgegangen ist. Ja, also echt lang. Also da kann man echt nichts sagen. Die Brenndauer ist top von den Blackbox Bengalos. Hier macht es der Fokus auch mit. Komischerweise. Der Baum sei Dank. Der Baum sei Dank. Wir sind ja Naturfreunde als Feuerwerker. Ja. Definitiv. Argument Ende. Junge, jetzt geh aus, jetzt reicht's aber wirklich langsam. Langsam nervt's. Ich würde gern weitermachen. Jetzt. Hier, mach mal. Ja, wir machen alle. Oh, perfekt. Aber erstmal einzeln. Ja, erstmal einzeln. So. Das ist eigentlich einer meiner Lieblings-F1-Artikel, muss ich sagen. Ja. Schon sehr ewig nicht mehr in Action gesehen, das Teil. Ja. Gute Brenndauer. Sehr schön. Machen wir die anderen zwei gleichzeitig, oder? Okay, perfekt. Also das sind echt... Deshalb wurde es auch echt mal Zeit für die Kategorie 1-Tour, Leute. Das gebe ich zu, weil die ganzen T1 und F1 Artikel liegen schon seit Jahrzehnten gefühlt bei mir rum. Okay, jetzt aber hier die letzten zwei. Sehr schön. Laut die Dinger. Ja. Affenlaut. Aber die drehen sich echt erst mit diesem zweiten Pfeifton, muss man sagen. Die Pfeiftone sind ein bisschen zu weit auseinander entfernt. Ja, ja. So, zwei Sachen haben wir noch. Den Ultralux und die Zeus Speziale. Ja, ich weiß auch nicht. Was machen wir davon als erstes? Eigentlich müsste man eine Münze werfen. Nee, komm, wir machen die Zeus. Wir können den Brenner werfen. Wir machen die Zeus. Okay. Die sind so zwei edel, oder? Die Blasio Elio. P1, ja, zwei Stück reichen. Sehr edel verpackt auf jeden Fall. Richtig schön. Nische. Kategorie P1 mit BKS 0,5 Gramm pro Böller. Ich bin sehr gespannt. Ist jetzt auch das erste Mal, dass ich die Teile zünde. So. Wobei ich zünde sie ja gar nicht. Nö, du kannst werfen. Ich vertraue da mal vor allem ganz auf deine Werfkünste. Also. Warte, mein Fokus. Okay. Los geht's. Dürfte affenlaut werden. Schöne rote Flamme schon mal. Boah, Alter. Das tut echt im Ohr weh. Extrem heller Knall.
direkt der zweite. Aber so viel lauter als die Funke A waren die ehrlich gesagt nicht, muss ich aber sagen. Aber mich haben sie ein bisschen mehr erschreckt, muss ich sagen. So. Heller, heller der Knall. Oh. Blitzknall aller Ehre, Alter. Das Blitzen spürt mir im Ohr. Nee, aber weißt du, was mich jetzt echt interessieren würde, die jetzt im Direktvergleich zu den A, das machen wir mal. Ja, wir haben jetzt den Funke Pinabüller A in P1, aber mit Schwarzpulver sind die ja. Und den Zeus Speziale von Di Blasio Elio im P1 mit BKS. Und ja, wir beginnen mit dem A, genau. Von den Schnipseln wird man jetzt natürlich nichts sehen, das ist auch klar. Aber das hatte man ja in der Aufnahme davor schon. Ja, genau. Es geht um den Knall. Angenehmer Knall auf jeden Fall jetzt im Vergleich. Der ist schon viel lauter, auf jeden Fall. Ja. Der Zeus ist schon lauter, aber das ist so ein heller Knall, das tut einem schon im Ohr weh ein bisschen. Ja. Ne? Also, ja, haben beide ihre Vorzüge. So. Die Funke natürlich, die Verarbeitung Schnipsel. Und die Schnipsel, die Zeus, aber auch Vorbrenner, sehr schön. Und der Blitzknall im Dunkeln. Ja, klar. Also, ein Artikel gibt es noch, und zwar den Ultra Lux von Blackbox dürfte der auch sein. In Weiß, die normale Ausführung. Wie viel Gramm haben wir da? 150? 150 Gramm. T1 natürlich. Und das Teil, das liegt jetzt schon ein paar Jahre bei mir rum. Und es wird echt Zeit, dass wir den zünden. Ich bin sehr gespannt, was mein Fokus dazu sagt. Und auch, wie hell das Ding wird. Der ist gar nicht weiß, der ist grün, oder? Ja, und der raucht wie Hölle. Ja, der raucht extrem. Alter, aber das ist hell. Das ist hell. Da hinten mein Schatten. Huhu. Am Wald. Der Kollege. Machst du schöne Fotos, ne? Für dich, ja. Junge, Alter, das ist heftig. Das ist krank hell. Den wird man jetzt safe von der Straße da hinten und überall sehen. Ja, das war's schon. Oh, das war's schon? Okay. Lang war's nicht. Ich dachte ehrlich gesagt auch, das wäre ein Weißer. Weil die Weißen sollen ja am besten sein und da keine Farbe drauf stand, bin ich irgendwie von ausgegangen, dass das ein Weißer ist. Aber wohl doch nicht. Habe ich wieder rassistisch gedacht. Ich dachte automatisch, normal wäre weiß. So, was haben wir hier? Ein Töpfchen voll Asche. Oder? Schön. Nee, da kommt nichts raus. Nee. Ah doch, aber Tonerde. Ja, schön. Tonerde ist Natur, das ist in Ordnung. So, ja, das war's auf jeden Fall mit der Kategorie 1 Böller-Tour. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst eine Bewertung da. Schaut bei Whistling Pyro vorbei. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video, Pyros. Haut rein, ciao. Und ciao. Ich glaube, ich bin besessen, 2 Jahre nur draußen gegessen. Du willst testen, doch ich test dich. Du willst flexen, doch bist hässlich. Jeder hier weiß, ich mach Tech. Konnten feiern meine Rap-Tracks. Hab keine 10er, nur 20s. Mach's auf Wasser, doch ich Hannes. Deutsch nur Bretten, ich kann's. Du als Kiste, schwör auf alles. Meine Kunden tragen neue T1. Deine Kunden dick.